Hallo zusammen im Land von Fortuna. Hallo zusammen, herzlich willkommen im Let's Play von Heartland. Es ist bereits eine neue Version erschienen nach dem Infovideo, nach dem Angezockt-Video von Heartland. Das ist die aktuelle Version vom 20. März. Ihr seht es oben links und ich konnte es nicht aushalten. Ich wollte dieses Spiel spielen. Ich mag diese Grafik, das ist mal was ganz anderes. Außerdem ist ein kleines Abenteuer hier zu entdecken, was es hier zu sehen gibt. Und es hat sich auch einiges getan seit dem letzten Patch. Deswegen machen wir hier einfach ein Kurz-Let's Play. Mal gucken, wie lang und vielleicht nur eine Staffel und dann wie viele Folgen. Das sehen wir alles. Jetzt entdecken wir die Welt gemeinsam von Heartland und werden hier uns ein bisschen umschauen. Es gibt neues Dialogsystem, habe ich schon gerade gesagt. Ich werde für euch, soweit es geht, die Dialoge übersetzen. Ich werde sie einfach, sag mal, nachsprechen bzw. frei übersetzen, damit ihr auch die Story hier versteht, wenn euer Englisch nicht so gut ist. Also, Dave der Fischermann, hi there, er fragt mich, wo ich denn herkomme. Er hat mich vorher noch nie gesehen und ich sage, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht erinnern. So, und er ist gerade mal eine halbe Stunde weg gewesen. Von seiner Fishing-Tour. Und in der Zeit ist was Komisches passiert. Wir fragen, wo ist die nächste Stadt? Die Stadt ist Fortuna. Die ist ganz hier in der Nähe. Und einfach der Straße folgen. Okay. So, wo kriege ich Waffen her? Also in der Stadt Fortuna gibt es den Schmied. Und der ist ein guter Schmied und ja, kann uns entsprechend Waffen verkaufen. Was ist das hier für ein Platz oder beziehungsweise ein Ort? So, wir sind im Außenbereich von Fortuna. Hier gibt es wilde Tiere und man sollte hier draußen nicht unbedingt schlafen, denn lieber in der Taverne in Fortuna, in der Mountain Sheep Taverne. Und I've been hired a big... Also man sollte lieber dort sich aufhalten. So, dann sagen wir nur noch Tschüss. Also das ist das neue Dialogsystem. Das ist auf jeden Fall neu dazugekommen. Wir nehmen auf jeden Fall gleich mal hier die Sachen mit. Carry. Das heißt es auch nicht mehr Talk. Das ist nämlich das, was es vorher war. Wir können jetzt... Inventar ist hier. Moment. Plate of Ham. Die packen wir direkt mal ins Inventar. Und... nimmt direkt Geld auf. Okay, wir machen das am besten über das Inventar. Man kann leider immer noch keine... Man kann immer noch keine Tastenbelegung verändern. Denn auf I drücken ist es gar nicht mal so leicht. So geht's aber. Und jetzt können wir zum Tisch sprechen. Talk to the table. Talk to the hand. So, was hier? Achso, das ist einfach Gold. Das können wir einfach aufsammeln. So. Mehr gab's hier, glaube ich, nicht. Hier hinten war der... Achso, wir sollten mal das Schwert wieder in die Hand nehmen, oder? Würde Sinn machen. Torch Steel Sword. Da haben wir's. Und wo ist denn das Schild? Ah, wir können hier unter... Also wir können das Holz aufheben. Naja, gut, das ist jetzt natürlich... wir wollen das Holz natürlich nicht aufheben. Wo ist denn unser Schild? Cheese, Apple, Standard Shield. So. Back. Jetzt haben wir es wieder. Wenn wir uns verteidigen, mit rechts blocken, mit links schlagen. Habe ich im Angezockt nicht wirklich verwendet, muss ich dazu sagen. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Wir haben leider immer noch keine Quest. Hier ist der Merchant. Hier ist auch ein Schild, das können wir mal lesen. Welcome to the town of Fortuna. Oh, was ist das für eine Schrift? Elfisch oder sowas. Heuballen können wir auch untersuchen. Damit können wir Tiere füttern, sagt er. Wunderbar. Hey, Händler, ich kenne dich doch aus dem Angezockt. Okay, er sagt immer noch, ob ich die Stadt Fortuna kenne. Hier drüben. Da entlang, mein Freund. Einfach die Straße hoch. Den Stein können wir untersuchen. Sieht sehr schwer aus. Ja, ist halt ein Stein, ne? So, wie sich so ein Stein halt anstellt. Ich würde sagen, wir schauen uns aber später hier um. Wir gehen jetzt erstmal nach Fortuna rein und können dort eventuell die ein oder andere Quest lösen. Ist ja bis jetzt so gewesen. Warte mal, wir gucken erstmal hin. Hier war doch noch eine Schatzkiste. Dass man Sachen hin und her bringen musste. Hier ist nur einer. Okay, Attacke. Man kann die anscheinend gut ausmanövrieren. Riesenhirn, aber nichts dahinter. Da ist auf jeden Fall Hirn. Nehmen wir mit. Wer weiß, für was wir das noch gebrauchen können. Hier hinten war doch eine Kiste, oder? Aber ich glaube, da brauche ich einen Schlüssel. Genau, einen großen Schlüssel. Okay, merken wir uns, hier hinten ist eine Kiste. Den Baumstamm weggerollt.
Und wir werden auf jeden Fall noch was finden. Mal gucken, ob wir die Fässer jetzt schlagen können. Das hatte ich beim letzten Mal gar nicht so ausprobiert. It's a barrel. Na klar. Kleinholz. Oh, da ist eine Plate. Ein Tablett. Ne, wie sagt man? Eine Sevierplatte. Oh. Mit da drin. Ich finde das so schön, dieses Spiel. Ich mag diese Grafik. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen erkältet anscheinend, ein bisschen angeschlagen. Der Eingang zu Fortuna. Da ist er. Mit dem Guard, mit dem reden wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Ah, okay, also ich sehe stark aus und ob ich schon mal probiert habe, mit dem Hammer zu kämpfen, denn das ist eine Männerwaffe, ein Hammer. So, jetzt sind wir hier in Fortuna. Ich glaube, in die Gebäude können wir noch nicht rein. Das sind alles nur Props. Die können wir rumtragen, das wollen wir natürlich nicht. Ich kann mal auch rumtragen, was ist denn da hinten? Erkunden wir doch ein bisschen genauer. Das, was wir im Let's Play vielleicht so ein bisschen übergangen haben. Hier geht es anscheinend hoch. Auf den Wachturm. Bisschen schmal hier, um hier hochzukommen, oder? Naja. Hier gibt es noch ein paar Fässer. In alter Link-Manier hier, in Zelda-Manier, alles erstmal zerschlagen. Ah, siehst du, es lohnt sich nämlich. Einen kleinen Heiltrank anscheinend. Können wir hier rein? Nein. Okay. Oh, wer bist denn du? Nasi? Talk. Wir sehen merkwürdig aus, aber wir kommen ihm bekannt vor. Kennen wir uns? Nein, goodbye. Wir kennen uns nicht. Ist ja niedlich, oder? Der alte Mann. So, komm hier rüber. The Rock ist auch da. Dahin geht nochmal eine Brücke drüber. Der Minimap sieht man immer ganz gut, wo man ist. Und hier geht anscheinend so ein Rundweg rum. Oh, was ist das jetzt? Hier geht's nochmal raus. Der Goblin Forest. Da gehen wir ein bisschen später rein. Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt und machen mal so diese Grundquest, die wir vielleicht aus dem Angezockt schon kennen. Kann ich eigentlich hier Blätter zerschlagen? Naja, sie fliegen rum, ne? Juhu, ich bin ein Rasenmäher! Ne, wir wollen aber jetzt hier anständig spielen. Nicht die armen Pflanzen kaputt schlagen. Ah, da geht's anscheinend auch mal durch. Ah, hier sind wir beim Schmied, genau. Der ist ein Hammer im Brunnen. Ah, guck mal, der Schmied sieht anders aus. Das hier ist irgend so ein Lensflare-Effekt. Seht ihr das am Rand? Okay. Sieht ja echt cool aus. Der Schmied und sein Gehilfe. Sieht echt gut aus. Auf jeden Fall, der andere Schmied in dem Angezockt war ja ein, war ja praktisch der Händler, der Merchant, der da außen rumrennt. Was passiert eigentlich, wenn ich hier alles erschlage? Ist er dann irgendwie sauer? Ah, oh, Eggplant. Können wir vielleicht noch essen? Ach, guck mal, hier geht's überall Sachen drin. Der Schmied sagt gar nichts. Der haut mir wahrscheinlich gleich mit seinem Hammer eins über die Rübe. Hey, du Bengel! Zerstörst hier alles! Bag of Dirt. Ein Sack mit Dreck hebt er auf. Kann man es auch zerschlagen? So. Oh, guck mal hier, Melonen. Na? Apfelmus. Pick up Apple. Apple, 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 Apple. Nein, das wollen wir nicht. Gut, wir haben alles zerstört. Guten Tag, junger Mann. Ich bin der Schmied der Stadt. Smithy is the name. Also sein Name ist Smithy, der Schmied. If you ever need your weapons and armor repaired. Also immer, wenn wir was repariert haben wollen, dann können wir zu ihm gehen. Und er baut uns auch Waffen. Und er hat den Hammer im Brüllen verloren. Und ich sag, ich find deinen Hammer. Okay. Also wir brauchen einen großen Hammer. I want to know about this town.
Hier ist eine kleine Stadt, wo jeder jeden kennt. Und ob wir von dem Vorsitzenden Major die Tochter gesehen haben bis jetzt. Sie ist meistens am See und sie ist sehr hübsch. Okay. Man, you look strong. Also, du siehst richtig stark aus. Ja, das bin ich auch. Natürlich bin ich ein Schmied. Er ist ungefähr, er hat den stärksten Mann-Wettbewerb gewonnen hier in Heartland. Beziehungsweise in Fortuna Town. In der Stadt Fortuna. Gut, also die Tochter des Majors ist hier irgendwo am See. Wo war denn hier ein See? Wir gehen erstmal zu ihm da hinten. Wir müssen auf jeden Fall den Hammer finden. Nasi? Noch ein alter, hutzeliger Mann. Der Old Toby. I know all there's know about it. Also, er weiß alles, was es zu wissen gibt über die Stadt hier. Erzähl mal was über den Major der Stadt, also den Vorsitzenden, den Bürgermeister sozusagen. Er ist ein außergewöhnlicher Mann. Er ist vor 30 Jahren in die Stadt gekommen. Und dann ist alles besser geworden hier in der Stadt. Ah, okay. Und er hat ein Beef mit dem Priester Holloway. Okay, gut zu wissen. Tell me about this town. Ah, die Stadt ist benannt nach der Lady Fortuna. Deswegen heißt die Stadt Fortuna. A great warrior, eine große Kriegerin, die in dem Land vor tausenden von Jahren gelebt hat. Sie ist von dem hölzernen König in einem Schwertkampf gestorben oder in einem Schlagwaffenkampf. Also das war nicht dran zu denken, dass das möglich war. So, erzähl mal was über den Schmied. Also er hat nie was bei ihm gekauft. Er macht aber gute Waffen und Rüstungen. Und er hat den Starke Mann Contest gewonnen. It's weird, I don't remember. Okay, das war's schon. Also das ist der Dialog anscheinend noch nicht ganz fertig. Gut, ich meine, das ist Early Access und hier wird sich einiges ändern, wenn ich jetzt sehe, allein was ich... Oh, das tut mir leid. Ich gehe. Der hat bestimmt ein Pflaster dabei. Gar kein Problem. Ach, guck mal hinten, da sind wieder die... Hey, hier ist der Hut. Backup. Da war doch irgendwo noch ein Schlüssel vom letzten Mal. Der jetzt nicht mehr da ist. Da oben ist ein Schlüssel. Okay, Jump-Run-Einlage. Zack. Und zack. Okay. Und, so. So, wir haben einen Schlüssel. Yay! So, jetzt geben wir dem Zauberer mal seinen Hut wieder. Dann kriegen wir nämlich, glaube ich, die Schweinemaske, oder? Nee, das war das Skelett hinten. Was ist denn das? Das ist auch neu, oder? Das ist ja hübsch. Ein Rosengarten. So, guten Tag, junger Mann. Ihr seid doch Brüder, oder? Hey. Dein Blut kocht. Der kann seinen Hut nicht finden, also er ist sauer. Das hilft ihm auch nicht, dass er noch farbenblind ist. Okay. Er kann nicht sagen, ob grün oder rot. Er ist auf jeden Fall rot, mein Freund. Ja, okay. Wir haben deinen Hut. Also hier, requires. Hat er schon gefunden. Grün ist complete. So, jetzt haben wir hier von ihm 500 Gold bekommen für diesen Auftrag, beziehungsweise für diese Tat. Und wir haben den Hühnerspruch hier bekommen. Damage 100 und kostet 100 Stamina. Was macht das Schwert eigentlich? 120, also den braucht man nicht zu verwenden. Small Key, Silver Fork, Watermelon. Okay, sonst haben wir nichts bekommen. Ja, ist dein Hut wieder. Zieh ihn doch auf, Kerl. Naja. Sieht wirklich schön aus hier, oder? Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. War hier nicht irgendwo das Skelett? War doch beim letzten Mal hier irgendwo in der Ecke und der wollte Schwein haben. Tut mir leid. Das mit dem Schwert war nicht in meiner Absicht. Oh, hier ist noch ein Apfel. Nehmen wir mit. Wo war denn das? War das hier am See? Das sieht doch anders aus hier, oder? Ne, hier bin ich rausgekommen. Wo ist denn das Skelett gewesen? Da ist man doch am Anfang über so Steine rüber gehupft.
Ich glaube, die haben das hier schon umgestaltet hinter dem Schmied. Nee, das ist auf jeden Fall anders. Ich glaube nämlich, dass hinten dieses Goblin-Gebiet, wo es dahin rausgeht, das ist auch neu. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch das Gelände hier umgestaltet. Das ist ja alles handgestaltet. Das ist ja... Haben sie auch nochmal geschrieben. Das steht im Hauptmenü nochmal drin. Da hinten stehen noch ein paar Fässer. Die können wir auf jeden Fall zerschlagen. Und außer Spesen nichts gewesen. Da oben die alten knurrigen Zauberer. Können wir hier eigentlich eine Jump-Run-Anlage machen? Nee. Ein bisschen hoch für den kleinen Mann hier mit den kurzen Beinen. Ah ja. Aber hier oben... Guck mal, das ist immer anders gestaltet. Hier hat da letztes Mal so eine hutzlige Frau gestanden. Hier, die Kiste können wir aufmachen. Nicht carry. Also, so jetzt. Requires a small key. Ja, können wir machen. Unlock. Yay! Wir sind reich. Und du? Hannah. Ob ich mich schon mal entspannt habe am heilenden Altar. Sie hat es selber noch nicht probiert, aber sie hat gehört, dass das helfen soll. Aha, wo ist denn der heilende Altar? Okay, kaputt. Ah, er hier. Der Goblin-Skilmel. War das letzte Mal auch mit Gesicht? Ich glaube, der hat auch eine Maske aufgehabt, oder? Simple Curry. They say one evening a drunken knight was leaving the journey was eaten. Also ein betrunkener Ritter wurde von einer riesigen Fledermaus gefressen. Und seine Habseligkeiten sind mit ihr verschwunden. Aha. Das Gefühl, dass die Dialoge auch mehr so random sind in dem Spiel. Nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Ich hätte ja gerne das Skelett gefunden, was hier uns beauftragt hat. Mit diesem Hühnerkopf. So, er sagt ja, der Schmied sagte, das ist in den Brunnen gefallen, sein Hammer. Untersuchen wir den mal. Okay, nur frisches Wasser. Können wir hier mit Wasser nichts untersuchen? Ne, geht immer noch nicht. So, lass mal den fallen. Und du? Simon the Fierce. Der heißt auf jeden Fall auch anders. Der hieß doch im letzten Mal, hieß er auf jeden Fall anders. Da bin ich mir sicher. Der trinkt gerne. Für sein Leben gerne Milch. Das ist schon mal gut. Also wenn wir Milch finden, können wir dem das vielleicht vorbeibringen. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende von Teil 1 des Let's Plays. Wir sind hier am Marktplatz, werden nochmal mit den ganzen hutzligen Frauen hier sprechen und schauen, was wir noch rausfinden können. Und vielleicht finden wir auch den Hammer. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Let's Play, denn ich habe richtig Spaß mit diesem Spiel und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was zeigen können in ein paar Folgen. Und dann sehen wir uns auch zur nächsten Folge schon wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.